Das Let's Play kann endlich beginnen. Bevor wir aber loslegen, dieses Spiel wurde mir von Planet Key gesponsert. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Wenn ihr auch das Spiel günstig erwerben wollt, könnt ihr mal unten in der Beschreibung nachsehen. Dort gibt es den Evil-Britain für 30 Euro circa. Und ja, jetzt geht's los. The Evil Within, drücke eine beliebige Taste. Ich drücke sie Hallöchen. Wir starten direkt ein neues Spiel. Ich freue mich richtig auf das Spiel. Ich habe schon einiges gesehen und es entspricht einfach meinem Stil. Es verkörpert eigentlich das, was ich immer jede Nacht träume. Und vielleicht kann ich damit meine Albträume bekämpfen. Bist du sicher? Ja. Ich habe es mal ganz kurz getestet. Und bist du, passe die Helligkeit an für YouTube? Also ganz voll. Na, kleiner Witz nebenbei. Noch können wir Witze machen. Gleich ist ja vorbei mit Witze. Wow. Schon der erste Schocker. Gleich ist ja vorbei mit Witze. Wir starten das Ganze auf Überleben. Wir sind doch kein Super-Mega-Weichei. Nein, wir sind ein hartes Nüsschen. Yeah. Tutorials können im Pausenmenü angesehen werden. Alles klar. Ja, The Evil Within ist sowas wie Resident Evil. Ist, glaube ich, von dem Macher von den ersten Resident Evil Teilen, ne? So wie ich das mitbekommen habe. Und jetzt schauen wir uns mal die Cutscene an. 1-4 verstanden. Code 3 sind in 3 Minuten da. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich Sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 1-2-1, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 1-2-7. Ja, ich weiß auch selber gar nichts, Joseph, über die Story. Denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich. Aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184. Wir haben Bacon. Geht irgendwas mit Bacon, Leute. Verdammt! Gott! Also, ich weiß echt nichts über die Story, außer dass es da irgendwie so einen kleinen Butcher gibt. Einen kleinen Schlechter. Vielleicht geht es um ihn. Junior, wie wurde er ein Butcher? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Hatte sie gerade lila Augen? Sah so aus, ne? Nice. Und da sind wir angekommen. Was ist hier los? Wie wird sich die Story entwickeln? Ich habe da auch etwas gehört, dass man irgendwie in die Reflexionen eintauchen kann, aber... Connolly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Oh yeah. Die sehen auch so, oh, sind die cool. Ich wäre auch gern so cool wie sie. So. Die Grafik ist alles auf hoch, müsste eigentlich flüssig laufen, 1080p. Und jetzt geht's los. Guckt euch mal diese Hose an, wie echt die aussieht, ne? Also ich finde auch sehr gut, wie die einfach, also guck mal, diese Falten und sowas, es passt einfach alles super toll. So, und das Haus erst. Diese schwarzen Balken sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die verdecken doch schon ein wenig Bild, aber ich glaube, wir werden uns dran gewöhnen. Soweit ich weiß, kann man die auch ausschalten, hat ein gewisser... ein sogenannter Hyuga gesagt. Aber ob dieser Hyuga die Wahrheit spricht? So, müssen wir hier rein? Da. Yep. Was? Riecht Gucke wie die Sonne. Achso, ich dachte, okay, wir müssen niesen. Wir sollten wachsam bleiben. Ja, ich sehe auch, da schaut Blut auf dem Boden. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Okay. Bleib zurück, denn wir wollen nicht, dass deine Jeans kaputt geht. Ich glaube, die war auch die grafikaufwendigste Textur hier. Okay, was ist hier los? Alle abgeschlachtet. Hast du das gehört? Hast du das gehört? Ich habe dich gefragt, ob du es gehört hast. Also kann ich jetzt auch laufen? Ne, ich kann nur gehen. Ich kann auch nicht laufen. Hier lebt noch jemand. Oh. Was ist hier denn passiert? Wahrscheinlich dieser
Schlechter oder Schlachter. Was ist da los? Ein Überlebender? Was hast du zu erzählen? Sind Sie verletzt? Detective. Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruvik ist... Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Das ist eine sehr gute Idee, Brillenschlange. Ich darf ihn so nennen, weil das tun immer Detectives. So nennen sie ihren Partner. Ich liebe ihn. Ernsthaft, ich liebe ihn. Aha. Na, was schießen die da? What? Was zur Hölle? Okay, den kenne ich noch gar nicht. Habe ich noch nie gesehen. Was? Oh! Ich spiele ja immer mit meistens. Ach, das kennen wir doch. Ja, das kennen wir aus den Gameplay-Trailern und sowas. Die habe ich mir reingezogen, weil ich war verliebt in das Spiel. Hey, Ratti. Hier ein bisschen Blut. Ernähr dich davon. Jetzt kommt doch die Szene mit diesem blöden Metzger. Genau. Immerhin ist die Musik ein wenig schön. Du ein wenig. Wow. Schleichst dich hier an wie ein Kätzchen. Lebt er noch? Guck mal, der wackelt ein bisschen. Guck mal, der schwenkt zur Musik. Was geht da ab? Was? Linken Stick, jetzt geht's los. Da, wir müssen, glaube ich, das Messer da grapschen, das so komisch leuchtet. Komm, greif es, muss ich was anderes drücken? Ach, komm schon. Wir müssen es schaffen, der ist gerade abgelenkt. Jetzt. Komm. Ja, genau, genug Anschwung, jetzt reicht es. Perfekt. So. Nicht weinen, nicht weinen, nicht weinen. Einfach pusten, dann ist alles gut. Du darfst jetzt nicht weinen, sonst erregen wir Aufmerksamkeit. Okay, okay, okay. Ist alles gut anscheinend? Und jetzt gab es hier, glaube ich, irgendwo Schlüssel bei dem da hinten. So weit. Ich glaube, da sind sie doch, oder? Da links. Da hängen die. Genau, wie gesagt, ich habe mir das Gameplay sehr oft angeguckt, weil ich war so begeistert wie ein kleines Mädchen. Als hätte ich ungespielt Oberkörper frei gesehen. So oft habe ich es mir angeguckt. So. Jetzt komm, schnapp dir die Schlüssel. Ach du Scheiße, was macht er hier? Und warum macht er das hier? Gewöhnliche Schlüssel, ein Schlüsselbund aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren im Gebrauch, bevor das moderne Sicherheitssystem in der Klinik eingebaut wurde. Moderne Sicherheitssystem, wenn ich das schon höre. Okay, wir gehen mal nicht in seine Richtung. Ich glaube, hier müsste doch irgendwo eine Tür sein. Schon etwas länger her. Da hinten, glaube ich. Ja, da ist die Tür. Komm, 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 komm. Jetzt öffne den Schlüssel. Genau. Ich hoffe, der passt. Passt? Alle? Ja, genau, die Schlüssel hast du verwendet. Gut, wird uns da unten angezeigt. So. Und jetzt hauen wir mal ab. Wir können leider noch nicht laufen. Ich hoffe, wir müssen nicht schleichen, weil sonst sind wir gleich am Arsch. Profil, da oben rechts. Tja. Es fühlt sich richtig komisch an, wenn man das nur aus dem Gameplay-Trailer sieht und dann es selber spielt. Das ist so. Und die Musik dazu. Ich muss ein wenig weinen. Nein, nicht so traurig ist das jetzt auch nicht. Ach, oh. Ja, riesengroße Scheiße. Lauf, 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 lauf. Kann ich ihn steuern? Ja, ich kann ihn steuern. Komm schon, gib Gummi. Du rennst wie ein Mädchen. Nicht nach hinten gucken. Oh, die Szene, die ist auch... Na! Ja, sehr schlau. Du hast dich ausgesperrt. Gut gemacht. Und jetzt seht euch mal die Leichen an, wie die da an den Seiten jetzt zerschnetzelt werden. Seht ihr das mal an?
Und guck mal rechts. Und guck mal, wie ich da fast reinrenne. Oh Mann. Beeil dich. Okay, was war das hier? Okay, ich glaube, ich sollte da nicht rein. Ah, fuck. Muss ich da auch ausweichen? Oh nein. Oh mein Gott, das muss gut riechen, ey. Das zieht die Frauen an. Das sag ich dir. Guck mal, die kann man hin und her schleudern. Sehr nice. Komm, auch mit dir. Jetzt sind wir verletzt natürlich und gehen wie so ein... alter Sack. Komm schon, hol dir ein Krückstück oder sowas oder einen Rollator. Damit bist du echt schneller unterwegs. Stell dir mal vor, er würde jetzt einen Rollator finden und damit würden wir jetzt einfach rumgehen. Das wäre einfach so innovativ und so neu, weißt du? Habe ich da was übersehen? Naja. Oder es kommt so ein kleiner Junge, der uns über die Straße hilft, weißt du? Naja. Ach. Ich finde, das sieht auch hübsch aus. Das sieht wie eine Kanalisation. Okay. Kanalisationen sind immer gut und überhaupt nicht gruselig. Habe ich gesagt. Können wir laufen? Nein. Oh, ich glaube, da hat sich was bei dem Höschen verfangen. Schnell raus hier. Ein alter Apfel oder sowas. Ein abgebissener alter Apfel. So. Ja, natürlich. Das erkenne ich wiederum nicht mehr. Muss ich da lang? Ich muss da lang, oder? Das erinnert mich ein wenig an Outlast. Ja, die Szene, da war ja was. So, was gibt's hier? Gar nichts. Nur ein grünes Fass. Oh, das will uns das vermitteln, dass das, weißt du, dass das Spiel unglaublich viele Wege hat. Und du hättest jetzt eigentlich auch einfach geradeaus gehen können und dann hättest du die grüne Fässer nicht gesehen. Und dann hättest du dich später mit deinen Kollegen austauschen können mit, hey, ich habe grüne Fässer gesehen und du... Raus? Okay. Der denkt sich auch, halt die Fresse, Holly. Ich will hier eigentlich raus. Alte Notiz aus der Kanalisation. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Trakt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebt. R. Stattdessen sitzt du hier rum und... Soll ich dir noch ein Bier holen? Oh Mann. Lahmarsch. Ja, da ist ein Gitter vor, da können wir nicht durch. Dann würde ich sagen, beißen wir uns hier durch. Es leuchtet so. Ne, ist verschlossen. So, das sieht auch verschlossen aus. Das sieht offen aus. Und da ist eine Leiter. Tja, der wird gleich bestimmt irgendwie rausgebitzt in der Säge und gleich wissen machen. Ich glaube, da kommt noch was, oder? Der wird uns gleich noch verfolgen, aber... Oh, Junge. Kannst du nicht zwei auf einmal nehmen, damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind? Oder kommt er gleich in Horror? Nein. Gut. Wäre ja sonst viel zu lame, wenn jetzt hier ein Schocker kommt. So, da hinten leuchtet was. Da gibt's Notizen. Ui, das sind viel. Könnt ihr euch durchlesen hier? Könnt ihr Pause drücken? Und jetzt scroll ich mal runter. So. Er, dieser Mann ist aufgetaucht um 14 Uhr. Das Gruselige ist, ich glaube, es ist sogar 14 Uhr. Was soll das denn bedeuten? Vielleicht passt es sich an und da wird halt die Zeit hingeschrieben, die da, in der wir gerade sind. Boah, das wäre voll innovativ. So, okay, jetzt hampeln wir uns durch. Übrigens werden wir das ganze Spiel lang so spielen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. So. Gibt es hier keine Medizin, mit der ich mich verarzten kann oder sowas? Ich glaube, wenn du dich hinlegst und rollst, bist du schneller. Stell dir mal vor, er würde sich hinlegen und rollen seitwärts. Ah, halten. Oh shit. Was? Er? Ah!
War das richtig? Oh, bitte guck hier nicht rein. Oh, bitte guck hier nicht rein. Ist er weg? Oh Gott! Ich glaube, jetzt können wir weiter. Ich glaube, jetzt können wir weiter. Go, 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 go. Oh, nicht umdrehen! Okay, der hat meinen Knackarsch nicht gesehen. Müssen wir hier durch? Der darf mich nicht sehen. Ach, wirklich, Sherlock? Ich dachte, wir müssen ihn irgendwie einen Zunkus geben. Unerwarteten Zunkus. Oh, da hinten. Go, go, go. Was? Okay, ich wollte nur demonstrieren, was passiert, wenn man von ihm erwischt wird. Hey, kein Geschehen. So, da komme ich wieder angehumpelt. Glaubt ja nicht, dass ich Angst bekommen habe. Oh oh. So, bewegt er sich jetzt genauso? Wahrscheinlich bin ich übrigens der Erste, der gestorben ist, was? Ja, 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 ich weiß, dass ich dich sehen darf. Lass uns mal einen anderen Weg probieren, und zwar dort hinten. Ist eine Sackgasse. Ah. Go, go, go. Wir wirklich rüber. Wir müssen auf die andere Seite kommen. Wir müssen einfach nur auf die andere Seite kommen. Okay, er hat jetzt ein anderes Bewegungsmuster, oder was? Geht jetzt zur Sackgasse. Sehr gut. Oh, hier ist auch eine Sackgasse. Go, 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 go. Yes! Er hat uns nicht gesehen. Hä? Was macht der? Oh, der haut da alles kaputt. Da lag, glaube ich, eine Flasche, ne? Wow. Aber wie kann ich die werfen? Ganz wie immer? So geht das nicht. Ah, da. Pass auf, jetzt werfen wir die einfach mal. Oh, 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 oh. Oh, zum Glück weiß er nicht, wie man Türen öffnet. Lag da was? Wahrscheinlich irgendetwas von Medipick oder sowas. Go, 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 gib Gummi. Oh nein. Ich mach das unnötig spannend. Da ist der Fahrstuhl, oder? Aber der ist zu. Ja, komm, fall drüber, genau. Genau, und jetzt roll dich einfach seitwärts. Roll dich seitwärts. Wie ein kleiner. Als wärst du eine kleine Möbel. Komm schon. Oh Junge. Oh Junge. Ja, da kannst du wohl nichts machen, was? Oh Mann. Wir haben es geschafft. Und das war überhaupt nicht anstrengend oder so. Erstmal eine rauchen. Wir haben keine. Fuck!